Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Adventskalender der 100 Namen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Lancôme, Valentino, Biotherm, L'Oreal. Der hat so viele verschiedene Namen im Internet, ist aber der gleiche, immer wieder. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet dieses Jahr 89,95 Euro. Ist damit, glaube ich, nochmal ein Zehner teurer als letztes Jahr. Soll aber einen Warenwert von über 350 Tacken haben. Soll drei Produkte in Originalgröße drin haben. Spoiler, sehr wahrscheinlich den Touche Eclat Concealer, was auch immer, von Yves Saint Laurent und irgendeine Lancôme mega krasse Mascara oder so. Aber wir gucken mal zusammen hinein, denn ich bin sehr gespannt, was hier drin sein wird. Der sieht ganz schön dunkel aus. Letztes Jahr und vorletztes Jahr war das irgendwie auch so ein bisschen heller. Aber jo, ne, easy peasy Sonnenschein, Boxen-Adventskalender fängt oben an und dann geht das so brrr, bis zu 24 runter. Das ist auch ganz cool und jetzt schauen wir mal hinein. Ja, und wie das halt jedes Jahr der Fall ist, du hast hinten leider auch immer drinstehen, dranstehen, hinterstehen, was drin ist. Das ist ein bisschen schade. Die Nummer 1. Das ist auch so ein Klassiker, ne, von Biotherm, Le Corporel, L'Original, das ist eine Hydration Cream, also Anti-Drying Body Milk mit 48 Stunden Hydration. 100 Milliliter sind hier drin. Das ist ein Produkt, was, glaube ich, auch so ein bisschen zitrisch riecht. Ja, die habe ich schon 5 Millionen Mal in den Händen gehalten. Ich packe den Adventskalender auch, glaube ich, schon zum dritten oder sogar vierten Mal aus. Und ja, das haut einen dann nicht so um, wenn du halt immer den gleichen Kram drin hast. Obwohl die Produkte an sich natürlich immer ziemlich cool sind, ne? Denn auch hier in der Nummer 2 haben wir ein Produkt drin, was nicht das ist, was hinten drauf steht. Da steht Armani drauf. Ich glaube, hier, ja, hier steht auch Armani drauf. Doch, oh, Claudi. Gehirn anstellen, Giorgio Armani, sie, haha, es ist Armani. Oh, Claudia, Entschuldigung, da will man professionell sein und was ist man? Unprofessionell. 75 Milliliter von einer ja, feuchtigkeitsspendenden, parfümierten Bodylotion. Riecht super, super gut, aber wir hatten doch gerade in der 1 auch schon eine parfümierte oder eine generelle Bodylotion drin enthalten. Das mit der Aufteilung, ne, das ist nicht so gelungen immer. Durch die enthaltenen Zwischenebenen knallt da nichts runter. Ja, auch mit dabei ist natürlich die Nummer 3. Hier haben wir jetzt ein kleineres Produkt drin enthalten. Biotherm Blue Therapy Revitalize Night. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon mal irgendwo mit drin hatten. Das ist eine Nutrition and Glow Night Cream für alle Hauttypen. Also quasi nährend und glow spendend mit 5 Millilitern von Biotherm. Ich glaube, das ist ein Produkt, was wir jetzt die letzten Jahre nicht drin hatten, oder? Ich glaube schon. Hier haben wir die Nummer 4 und da steht Valentino drauf. Das ist natürlich edel, edel, sprach der Bedel. Hier kommen nämlich schon die ersten Parfümminiaturen. Die werden ja von mir nicht selber verwendet, sondern ich packe die dann immer in eine Verlosung, in einen Adventskalender. Born in Roma oder Parfum 6 Milliliter von Valentino Donna habe ich hier auf jeden Fall als Parfümminiatur drin. Richtig schön. Also das ist ein ganz, ganz hübscher Flakon, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja auch immer diese Sammelflakons dann, wenn ich die Adventskalender auspacke, in den Händen und denke mir, oh, ist schon hübsch, ne? Aber ich benutze das nicht. In die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Und da haben wir was Kleines drin von Lancôme. Oi. Oi. Ja, ich sag's dir wirklich. L'Absolu Rouge 274 Cream. Wie viel Gramm sind denn da drin? Einfach nur Miniatur oder was? Das steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm wir hier drin haben. Aber ich glaube, oh, ja, den haben wir halt jedes Jahr drin. Ne? Richtig, richtig cool. Das ist eine ganz tolle Farbe. Mag ich richtig gerne leiden. Den müsste ich aber noch vom letzten Jahr haben. Aber das Packaging ist irgendwie neu. Guck mal, das ist so oben dick, unten dick. In der Mitte geht es ein bisschen enger zusammen. Also es ist jetzt keine Erdnuss, aber ne? Ellipse? Keine Ahnung. Umgekehrte Ellipse? Für Nikolaus steht hier schon bei der Nummer 6 Muggler drauf. Da bin ich immer gespannt. Jo, eine Parfümminiatur werden viele feiern. Alien. Alien, genau. Und da haben wir drin 6 Milliliter von dem Alien Parfum. Ist ein schöner Duft, mag ich hier richtig gerne leiden. Und das ist ein Duft, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das ist wirklich, ne, ganz crazy. Ich mag den gerne leiden. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt Parfümminiatur, Lippi, Parfümminiatur. Auch das ist halt blöd in der Aufteilung, aber ich glaube, darüber beschweren wir uns nicht. Sehr, sehr leicht ist die Nummer 7. Huch, YSL, Lash Clash, was?
Eine 2 Milliliter Größe einer Mascara. Lash Clash kenne ich noch gar nicht. Interessant. Ja, okay, so schaut sie aus. Es ist eine Miniaturenmascara. Und ich mag gerne, wenn wir halt solche, ne, Produkte hier drin haben. Es ist ein Kunstfaserböschen, tannenbaumförmig. Riecht soweit nach nichts. Das ist eigentlich auch immer ganz gut, ne? Weil das dann weniger reizend für die Augenpartie ist. Das ist einfach auch eine schöne Größe zum Verreisen. Sehr fluffiges Bürstchen. Schön, ich habe die dekorative Kosmetikader entdeckt. Mal gucken, ob das so weitergeht. Die Nummer 8 darf machen, das ist Krach. Hier haben wir ein kleines Typchen drin. Blue Therapy Red Agile Uplift Rich. 5 Milliliter. Das ist eine Firming and Nourishing Rosy Cream für trockene Haut. Ja, auch das ist eine kleine Größe, die man auch zum Verreisen mitnehmen kann. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt, weil man kann dann halt einfach anhand dieser kleinen Mini-Größen, ne, bei dem Adventskalender mal ausprobieren, ob die eigene Haut das soweit verträgt. Also dafür ist es definitiv vollkommen geeignet. Und da kannst du dann so, ja, schon so ein Wöchlein oder so, ja, ungefähr, das ausprobieren. Und finde ich in Ordnung. Alles, was unter 5 Millilitern als Probe wirklich drin ist, finde ich nicht gut. Also gesichtscremetechnisch finde ich das viel zu wenig. 5 Milliliter ist wirklich die harte Grenze. Bei Augencremes bin ich da auch noch ein bisschen entspannter unterwegs. Aber 5 Milliliter ist schon die Grenze. In der Nummer 9 dürfen wir uns laut Hintergrund über etwas von Lancôme freuen. Auch das ist ein Klassiker, was wir, ich glaube, jedes Jahr mit drin haben. Renergie Multilift Ultra, das ist eine Antifaltencreme. Sowas finde ich einfach toll, dass wir hier 15 Milliliter drin haben. Ne? Das ist wirklich klasse. Ja, auch hier hatten wir dann jetzt eine Creme nach der anderen drin enthalten. Weiß ich Bescheid. Aber da kann man halt einfach mal gucken, ob man halt die Marke, das Produkt, wie auch immer, verträgt und dann gegebenenfalls als Originalgröße nachkaufen. Es ist einfach schöner, wenn du halt so eine kleinere Geschichte drin hast und da einfach realisierst, ob dir das gefällt und ob das den Mega-Effekt macht und ob sich dann die Originalgröße lohnen würde. Ich persönlich habe nämlich das Empfinden, dass man schon, wenn man jetzt so bei Douglas oder, keine Ahnung, Flaconi bestellt, kriegst du auch immer ein Prüppchen mit dabei. Aber es wird immer mehr gegeizt. Also, falls ihr das anders seht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo man halt richtig krass absahnen kann. In der Nummer 10 darf es mit etwas von Yves Saint Laurent weitergehen. Das werden wir noch sehen. Ein weiterer Lippenstift, schön. Rouge Pour Couture, Farbe 70, Le Nu. Ach, ich finde das immer richtig blöd, wenn da nicht draufsteht, wie viel Gramm da drin sind, Leute. Ne? Aber gut, wir haben hier ein Lippi drin enthalten. Und ich glaube, den habe ich aber schon da. Der erinnert mich tatsächlich sogar an den von Lancôme, den ich jetzt eben drin hatte. Aber der hier ist jetzt ein bisschen heller. Ist aber eine tragbare Farbe. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, fühlt sich richtig schön schwer an. Das heißt, wir haben hier wieder Pflege drin enthalten. Es ist ein Duschgel mit 50 Millilitern La Vie Belle. Das ist eine tolle Geschichte. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne leiden. Und ja, freut man sich doch drüber. Über ein Duschgel, ne? Da hätte man wahrscheinlich, keine Ahnung, so die 2 und die 11 einfach tauschen können, damit man das jetzt nicht so schnell aufeinander hat mit diesen Bodylotions am Anfang. Aber ne, ist in Ordnung. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich jetzt hier und da haben wir wieder ein kleines Produktchen von Biotherm drin enthalten. Blue Pro Retinol Multi-Correct Cream 5 Milliliter. Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden bitte, nicht im Hochsommer verwenden bitte, weil bei Schwangeren und Stillenden ist es halt noch nicht ausgereift getestet. Das heißt, ich persönlich muss da auch leider drauf verzichten und im Hochsommer ist es einfach, dass wenn du das dann über Tag anwendest, die Haut ist einfach zu sonnenempfindlich. Aber das ist in einem Adventskalender, dementsprechend sollte man das dann ja auch quasi im Winter verwenden. Und Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, richtig gutes Zeug. Meine Haut liebt Retinol. Ich sag's euch, ey, sobald ich abgestillt habe, was noch ein Weilchen dauern wird, weil ich noch nicht mal angestillt habe, werde ich mich hart darüber freuen, wieder Retinol und meine ganzen Säuren verwenden zu können. Das ist so, oh. Auch am 13. Dezember soll es wohl mit Biotherm weitergehen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ne? Oh, Maske. Sehr schön. Andere Maske. Sonst haben wir da eine andere Maske drin. Das hier ist auch Nouveau, steht hier drauf. Live Plankton Essence in Mask. Fundamental Treatment Mask. Richtig toll. Alle Hauttypen. Das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Hatten wir letztes Jahr nicht drin, vorletztes Jahr nicht drin. Neues Produkt. Feier ich. Also nicht nur der gleiche Kram wie sonst. Ne? Das war meine Befürchtung. Puh.
Gott sei Dank nicht. Auch die Nummer 14 ist groß und relativ schwer. Und dann steht da auch noch Armani hinten dran. Aqua di Gioia, das ist ein Fresh Shower Gel, 75 ml. Das wird wahrscheinlich aquatisch riechen und auch so ein bisschen sporty-mäßig sein, so mit Minze oder wie auch immer man das auch hat, ne? Kennt man aus diesen männlichen oder aus den Männer-Duschgels-Geschichten. Ist da nicht ganz so meine Welt und ja, die allgemein diese aquatischen Düfte sind nicht ganz so meins. Die 15. Da ging das Klöppchen hier fast nicht zu. Hand and Nail Cream, das brauchen wir auch in Adventskalendern, finde ich persönlich. Flower Bomb von Victor und Rolf. 50 ml sind hier drin enthalten. Also ich persönlich finde das in Adventskalender, wo Pflege und so vertreten ist, ne, definitiv auch eine Handcreme reingehört. Ach, riecht das gut. Richtig gut. Jetzt ist die Frage, wie das halt so auch pflegbombelisch ist. Okay, muss man mal gucken. Die Nummer 16. Oh, Lancôme lacht mich an. Hier haben wir Advanced Genifique Youth Light Pearl Youth Activating Eye and Lash Concentrate. Das hatten wir letztes Jahr auch drin. Da kann ich mich dran erinnern. 5 ml sind hier drin enthalten. Also das soll quasi die Augen zum Strahlen bringen und gleichzeitig das Wimpernwachstum anregen, was ich persönlich mega finde. Ist ein Produkt, was nicht günstig sein wird. Allein, dass wir 5 ml von einem Augenprodukt an sich drin haben, ist krass. Und auch noch, dass es jetzt etwas ist, was dann auch noch das Wimpernwachstum anregen soll. Leute, wir wissen alle, wie sackteuer Wimpernseren sind. Schön. Muss ich mir die Inhaltsstoffe angucken, ob ich das in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden darf? Also ich glaube schon, weil da dürfte jetzt halt nichts mit Hormonen drin sein, was bei Schwangerschaft immer ein bisschen schwierig ist. Säure scheint hier auch nicht wirklich drin zu sein. Gut, ein bisschen Milchsäure, aber es geht klar, weil das nicht ganz so weit oben steht. Ich glaube, theoretisch dürfte ich das verwenden. Ui, wir sind jetzt eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember und da ist Lancôme drin enthalten. Da habe ich von dem Idol eine Scented Body Cream drin enthalten mit 50 ml. Das Idol, das riecht auch wirklich sehr, sehr schön. Mag ich richtig gerne leiden. Schöner femininer Duft und wenn du dann dazu halt noch so diese Body Cream verwendest oder das Duschgel oder beides oder alles und es ist so, oh, langanhaltender Duft ist es ja sowieso, aber dann kommt halt nochmal die Verstärkung durch diese Körperpflegegeschichten mit dabei und das ist halt die Geschichte, so viele Geschichten hier, weswegen ich das halt immer so feiere mit diesem Adventskalender, dass halt zu den Düften, die ich persönlich auch gerne mag, einfach diese Hautpflege mit dabei ist. So, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, der 18. Dezember. Ja, mit Deo drin. Schön. Biotherm O Pure. Das hatten wir letztes Jahr nicht drin. Antitranspirant, 48 Stunden mit Vitamin F. Okay, das ist, keine Ahnung, was das machen soll. 75 ml. Das finde ich schön, ne? Sowas mag ich gerne leiden. Ein Deo verwende ich, also so ein Deo-Roller verwende ich gerne abends. Und das riecht sehr angenehm cremig. Das mag ich. Das ist schön. Die Nummer 19, da steht hinten Prada drauf, aber ich denke, es ist eher Körperpflege. Wie schön wäre es, wenn wir von Prada hier einen Gutschein mal irgendwann drin hätten für eine Handtasche oder so. Oder für irgendwie ein paar Schuhe. Würde ich so hart feiern. Prada Milano, ja, es ist, Claudia erwartet viel, ihr wisst das, ne? Paradox, Le Corps Parfumé, eine Moisturizing Perfume Body Lotion, genau, 50 ml. Das ist auch neu. Das war, also neu im Sinne von, das war letztes Jahr nicht drin. Also ich kann mich nicht 1:1 an den Inhalt erinnern, so, ne? Aber daran könnte ich mich erinnern. Weil dann hätte ich safe den Spruch mit den Schuhen schon gerissen. Zackdiwabdi, wir sind schon im 20er-Bereich und fangen jetzt hier mit der Nummer 20 an. Natürlich müssen wir jetzt auch mal wieder eine Parfümminiatur hier drin haben. Stimmt. Sonst sind nämlich viel, viel mehr hier drin. Wir haben jetzt erst unsere dritte Parfümminiatur von Yves Saint Laurent Eau de Parfum, das Libre. Das feiern auch viele, das weiß ich. 7,5 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist auch wirklich wieder so ein richtig schöner Sammelflakon mit einem sehr femininen, schweren Duft. Ne? Also schon sehr cool, mag ich gerne leiden, hübsch. Die Nummer 21 fühlt sich sehr, sehr leicht an. Hier haben wir Lancôme Advanced Genifique Youth Activating Concentrate, 7 ml, so ist es ein bisschen einfacher. Habe ich auch schon ausprobiert, fand ich auch wirklich, wirklich gut. Also das ist ein Serum, ne, mit 7 ml. Das ist aber so teuer. So, so teuer, aber es ist leider berechtigt, ne? Ah, das ist immer so frech, wenn du halt so teure Sachen hast und die dann auf einmal total großartig findest. Genauso wie dieses Estee Lauder Advanced Night Repair Gedönsen.
Ja, sowas ist schon sehr verführerisch. Es wird es. Oha, wir sind hier echt hart im Endspurt, ne? Die Nummer 22, zweite und letzte Schnapszahl. Parfüm-Miniatur, Leute. Das hatten wir letztes Jahr auch nicht, ne? Eau de Parfum von Giorgio Armani, 7 ml von dem My Way. Das ist auch mal cool. Ich glaube, das ist ein eher pudriger Duft, wenn ich mich richtig erinnere. Müsst ihr mal einfach euch die Duftpyramiden angucken. Die stehen ja überall auf den Homepages drauf, ne? Richtig cool. Also jetzt hauen sie auch wieder raus. Das finde ich klasse, dass man halt quasi jetzt 4 Parfüm-Miniaturen hier auch drin findet. Ich glaube, das wäre es dann auch gewesen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was wir dann Richtung Weihnachten noch weiter erwarten dürfen. Da macht die Nummer 23 den Anfang. Übrigens, ich vermisse gerade wirklich meinen Concealer-Fee und auch meine Full-Size-Mascara. Was ist da los? Ne? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das hat sich erledigt. Die waren ein paar Mal zu häufig drin wahrscheinlich. Von Giorgio Armani haben wir eine Moisturizing Perfumed Body Lotion mit 75 ml. Das Si Passione ist hier drin. Das ist ein bisschen würziger, ein bisschen schwerer noch als das normale Si. Jo. Riech's aber hier nichts durch, ne? Okay, so. Gepflegt gehen wir dann Richtung Heiligabend. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir Heiligabend dann unser Touche Eclat Ding drin haben. Ding, 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 Ding. Hier ist nämlich Heiligabend, der 24. Dezember. Tatsächlich, Leute, der Concealer ist hier nicht drin. Was ist das denn? Ich habe den wirklich hart erwartet, ne? Von Lancôme haben wir nämlich die Idol Lash Mascara, Lash Lifting Volumizing Mascara drin enthalten. 8 ml, das ist eine Full Size. Die dürfte ich aber tatsächlich sogar schon da haben. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr im Adventskalender drin war oder in irgendeinem anderen. Huch. Weiß ich nicht, wo ich die mit drin hatte, aber die ist beautiful. Also sowas in der 24, da freut man sich wirklich drüber, wenn man das dann auspackt. Das ist sehr schön gewählt. Ich meine mich nämlich auch zu erinnern, nee, wir haben immer in der 24 eine Mascara von Lancôme drin gehabt, genau. Welche Mascara war das denn, wo wir dann ein Duschgel drin hatten? Das waren die Männer, ne? Na, die haben die A-Karte gezogen. Wunderschön, richtig hübsch. Ich glaube, ich habe die nur in klein und jetzt in der Full-Size ist die viel hübscher. Okay. Nein, Gott sei Dank ist er nicht 1:1 wie der vom letzten Jahr. Das hätte mich auch mega enttäuscht, muss ich sagen. Wir haben hier wirklich sehr interessante Produkte drin enthalten, die definitiv auch einen richtig hohen Warenwert haben, weil natürlich das sehr, sehr hochpreisige Kosmetik ist. Ich persönlich feiere es einfach ziemlich, dass wir hier 2 Mascaren drin haben, 2 Lippies drin haben, dass wir neue Produkte drin haben, wo ich Bock drauf habt, die auszuprobieren. Ja, ne, die neue Maske vor allem, hey, die schreibt meinen Namen, auch wenn das wahrscheinlich das günstigste Produkt aus dem kompletten Adventskalender ist. Egal, ich freue mich da einen Keks, ne? Deo finde ich jetzt auch ziemlich aufregend. Ich glaube, das hatten wir so in dem Umfang, also hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Ich finde den gut. Der ist teuer, aber der ist gut, ne? Ich weiß, dass bei diesem Adventskalender sich jedes Jahr die Meinungen halt mega voneinander unterscheiden. Manche sagen, oh Gott, du hast hier fast nur Proben drin. Andere sagen, boah, richtig cool, du kannst dich da wirklich durch das Luxussegment mal durchtesten. Also, dafür bin ich ja hier, um euch zu zeigen, was drin ist, ob sich der Kram lohnt. Und dann könnt ihr euch selber eine Meinung halt dazu bilden. Ich persönlich würde schon sagen, dass es sich lohnt, weil alles im Leben hat nun mal einen Wert. Alles, wirklich alles, ist so. Und du kannst nicht sagen, dass nur weil du halt in Anführungsstrichen nur 5 ml von einem kleinen Produkt, also von einem Produkt hier drin hast, was sonst halt sehr teuer ist, dass das Produkt dann wertlos ist. Das stimmt ja nicht. Und deswegen, ja, finde ich, dass man diesem Adventskalender auf jeden Fall eine entsprechende Wertschätzung entgegenbringen kann, wenn man auf solche Produkte steht. Das ist immer die Frage. Wenn man aber sagt, Mensch, nee, ich möchte lieber größere Produkte haben, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Es gibt den Dove, den Nivea Adventskalender, es gibt Isana, Balea, Tüdelü, Rampampam, tobt euch aus, aber also, um diese Marken zu testen, auszuprobieren und zu verwenden, ist das ein 1A Adventskalender. Aber schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung in die Kommentare. Auch wenn ihr sagt, nö, ich finde den Adventskalender einfach nicht gut, dann ist es deine Meinung und das ist vollkommen in Ordnung und das darfst du auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ne? Ich finde, also, läuft. So, dann habe ich jetzt hier ein bisschen was aufzuräumen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings.
Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!